Hello and welcome back to Chaos West TV. Willkommen zurück bei Chaos West TV. Es geht gleich los und jetzt wird nochmal auf Deutsch kurz der Kanal angekündigt, die Übersetzung. Zu Chaos West TV. Der nächste Talk ist zwar auf Englisch, wird aber dank unseres wunderbaren Translation Teams auf Deutsch übersetzt. Translation heißt übrigens übersetzen auf Deutsch, nur damit das auch schon noch übersetzt ist. Er sollte das im Stream auswählen können, denke ich. Und dann könnt ihr diesen Talk auch auf Deutsch genießen. Und ich wechsle damit direkt zurück auf Englisch. All right, we're back. Okay, wir sind wieder da. Delay, please, und jetzt geht es auch ohne Verzögerung gleich los. Willkommen an unseren Sprecher und los geht es mit dem Vortrag über Union Busting. Was ist das und warum geht es uns alle etwas an? Hello and welcome to my talk on the topic of Hallo, willkommen zu meinem Vortrag über Union Busting. Was ist das und warum geht es uns alle an? During this talk, I will be mentioning Während police brutality, dieses Talks wird Polizeibrutalität und auch Mobbing am Arbeitsplatz erwähnt, nur als Vorwarnung und damit ihr euch informiert entscheiden könnt, ob ihr diesen Talk hören wollt. Ich habe diesen Vortrag in zwei Hauptteile aufgeteilt. Erster Teil: Warum sollte es uns alles etwas angehen? Und da erkläre ich, was man so machen kann gegen Union Busting. Ich hoffe, dass wir viele Zuhörer haben, die vielleicht auch in technischen Unternehmen arbeiten und die vielleicht zögern, sich einer Gewerkschaft anzuschließen, weil es an vielen Arbeitsplätzen eben schwierige Bedingungen auch für so etwas gibt. Und als zweites möchte ich gerne über Union Busting sprechen, was da eigentlich passiert und was man dagegen tun kann. Okay, zunächst einmal die aktuelle Situation. Gewerkschaften, das klingt etwas altmodisch, das klingt nach Oldschool-Arbeitswelt. Und Gewerkschaften sind auch nicht mehr so beliebt, wie sie es früher mal waren. Das hat viele Faktoren, wie zum Beispiel neue Industrien oder Branchen, die gar keine Gewerkschaften haben, zum Beispiel gerade auch im IT-Bereich. Und viele Menschen in diesen neuen Branchen haben einfach nie Kontakt mit Gewerkschaften gehabt und wissen auch nicht genau, was das ist. Viele Leute sind auch in prekären Arbeitsverhältnissen und wissen nicht, dass eine Gewerkschaft ihnen Vorteile bringen könnte. Die Menschen sind nicht mehr so wie früher mit ihrem Arbeitsplatz verbunden. Viele Leute wechseln öfter den Arbeitsplatz und da hat man nicht so viel Motivation, Dinge zu verändern, denn man ist ja gar nicht so lange da, als dass man von den Veränderungen noch profitieren könnte. Und außerdem gibt es auch weniger ein Gefühl der Solidarität zwischen Arbeitnehmern. Where people think they are gerade in Bürojobs. Wo Leute einfach auch nicht bemerken, dass sie sich in vielerlei Hinsicht ähneln oder dass es mehr Dinge gibt, die sie verbinden, als die sie trennen. Also ja, auch hier ist das nicht mehr so, wie es einmal war. Giving people hope during the pandemic was that und 2020 saw the first increase in union membership in foreign markets. Im Jahr 2020 gab es einen Hoffnungsschimmer in dieser Richtung, denn hier gab es so viele Gewerkschaftsbeitritte wie noch nie vorher. Alle Länder, für die ich Zahlen habe, haben hier einen Zuwachs gesehen. Also den größten Zuwachs in 20 Jahren. Reason because many employers just showed
how little they cared about the employees. Und viele Arbeitgeber haben gerade in dieser Situation gezeigt, wie wenig ihnen ihre Arbeitnehmer eigentlich wichtig sind und dass sie sich auch nicht wirklich um ihre Gesundheit sorgen. Und das hat viele Leute motiviert. Und auch in solchen Krisen denkt man ja auch selbst mehr an seine eigene Sterblichkeit und ob man sein Leben wirklich im Mindestlohnsektor verbringen möchte. Und man merkt halt, dass der Arbeitgeber sich wirklich nicht so um einen kümmert. Auch die Solidarität ist gewachsen. Die meisten Menschen halten sich eben doch an die Maßnahmen bezüglich Corona, tragen Masken, achten auf andere. Und auch eine Gewerkschaft ist ein Ort, wo Menschen aufeinander Acht geben und sich solidarisch gegenüber zeigen. Leider. Haben wir auch gesehen, dass die Arbeitgeber sich eben gegen Gewerkschaften wehren. Und deshalb sollten wir klären, warum braucht man denn eigentlich Gewerkschaften? Der wichtigste Grund ist sicherlich die Solidarität. Selbst wenn man seinen Job gerne mag und alles hat, was man braucht und seine Arbeit auch genießen kann, kann man immer noch anderen Leuten helfen, denen das vielleicht nicht so geht. Und ihnen dabei helfen, ihre Situation zu verbessern. Es gibt immer mehr Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Jeder möchte der Beste sein, sie eine Beförderung bekommen. Das ist etwas, was ich wirklich nicht gerne mag. Und wenn alle zusammenarbeiten, um für Verbesserungen zu kämpfen, anstatt gegeneinander, dann kann für alle mehr erreicht werden. Man hilft auch denjenigen, deren Stimmen vielleicht sehr leise sind, diese Stimmen zu verstärken. Wenn du selbst glücklich bist an deinem Arbeitsplatz, aber merkst, dass es anderen vielleicht nicht so gut geht und die nicht so gut behandelt werden, dann haben die oft Probleme, das auszusprechen, weil sie eben ersetzbar sind. Aber wenn du dich als Sprachrohr für diese Menschen engagierst, dann erstens erfährst du, welche Probleme andere MitarbeiterInnen haben und zweitens kannst du ihnen auch helfen. Wenn du mit anderen dich solidarisierst, fühlst du dich weniger allein. Vor allem bei der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt kann man sich sehr isoliert fühlen. In der Tech-Industrie haben wir viele Privilegien, die es in anderen Branchen nicht gibt. Und mit Gewerkschaftsarbeit kann man auch andere Branchen dabei unterstützen, das normal neu zu definieren. Gewerkschaften haben uns überhaupt dorthin gebracht, wo wir eine 40-Stunden-Woche haben. Davor haben Leute noch viel mehr gearbeitet. Und der Gedanke dahinter war eben, dass man an einem 24-Stunden-Tag 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Schlaf und 8 Stunden persönliche Freizeit hat. Heutzutage ist die 40-Stunden-Woche aber überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Man muss sich heutzutage an seinem Arbeitsplatz viel mehr konzentrieren als früher. In vielen Fällen ist das jedenfalls so. Und es ist nachgewiesen, dass sich Menschen nicht 8 Stunden am Stück konzentrieren können und 8 Stunden am Stück am Arbeitsplatz sitzen können, ohne aufzustehen, höchstens mal für die Mittagspause.
Die meisten, laut Umfragen sind die meisten Menschen nur 3 Stunden am Tag produktiv bei ihrer Arbeit. Und den Rest der Zeit sind sie quasi an ihren Arbeitsplatz gefesselt. Sie können nicht das machen, was sie vielleicht gerne möchten. Und müssen diese Stunden sozusagen absitzen, um ihre Miete bezahlen zu können und sich ihr Leben leisten zu können. Ich zum Beispiel habe gemerkt, dass ich im Homeoffice sehr viel produktiver als vorher war. Das heißt, auch mein Arbeitgeber bekommt mehr von meiner Leistung und ich wiederum mehr von meinem Tag zurück. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation. Wenn wir von einer vom zeitbasierter Bezahlung wegkommen, dann könnte das für beide Seiten besser sein. Und so etwas kann man über eine Gewerkschaft auch erreichen. Dann gibt es noch eine andere Sache, die meiner Meinung nach Betrug ist. Wie die 40-stündige Arbeitszeit, die eine Errungenschaft der Gewerkschaften war, versuchen Gewerkschaften nun auch zu erreichen, dass jeder Urlaubsanspruch bekommt, Krankenzeit bekommt und auch Elternzeit. Denn gerade während der Corona-Krise haben viele Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer gezwungen, krank zur Arbeit zu kommen. Und auch Elternzeit sollte eine Selbstverständlichkeit heutzutage sein. Außerdem ist es nicht normal, dass es sollte normal sein, dass das Jahresgehalt mit der Inflation steigt. Und wenn das nicht so ist, dann ist das nicht gut. Denn das kommt einer effektiven Gehaltskürzung gleich. Also sollte das Jahresgehalt sollte mehr als nur den Inflationswert steigen. Und wenn das nicht so ist, dann sollte man sich vielleicht nach einem besseren Arbeitsplatz umgucken. Also der Inflationsangleich sollte Standard sein. Warum ist es normal, dass wir 2 Stunden am Tag aufwenden, um zur und von der Arbeit nach Hause zu kommen? Für diese Zeit werden wir nicht bezahlt. Auch aus Barrierefreiheitsgründen ist es für manche Menschen schwieriger, zum Arbeitsplatz zu kommen. Heimarbeit sollte immer dann möglich sein, wenn es die Tätigkeit erlaubt. Some more quick points. It's fighting workplace inequality. Dann geht es noch um den Kampf gegen Ungleichheit am Arbeitsplatz. Leute sollten in der Lage sein, sich über ihr Gehalt auch zu unterhalten. Und die Gewerkschaft kann auch dabei helfen, dass die Menschen da informierter sind. Wenn man zusammenarbeitet und mit einer Stimme spricht, dann kann man sehr viel mehr erreichen. Dann gibt es noch ein typisches Problem, auch gerade in der Tech-Branche, was sich wirklich ändern muss. Die Verbesserung der Behandlung von Trainees ist auch ein wichtiger Punkt. Da gibt es noch viel zu verbessern. Und außerdem kann auch die Gewerkschaft gegen unberechtigte Kündigungen vorgehen. Vor allem geht das über das Mittel des Betriebsrates, der durch die Gewerkschaft eingesetzt werden kann. Und der kann Einspruch erheben gegen eine Kündigung und diese auch bekämpfen. Und die Gewerkschaft kann hier den Betriebsrat unterstützen.
really good to know you have that because, das ist sehr wichtig zu wissen, dass man diese Option hat, denn viele Leute gehen gegen eine illegale Kündigung nicht vor. And just the endless job hopping that many people are doing because und auch dass die vielen Wechsel des Arbeitsplatzes, die viele Leute durchführen, das tut niemanden langfristig gut, denn in den ersten Wochen, Monaten am neuen Arbeitsplatz, da arbeitet man noch nicht produktiv, sondern man muss erst noch eingelernt werden. Und manche Menschen haben das sehr, sehr oft und das ist nicht gut für die psychische Gesundheit, denn man muss sich ständig anpassen und ja, dieses Jobhopping oder häufige Wechseln des Arbeitsplatzes, das sollte nicht so normal sein, wie es heutzutage ist. Was bringt denn eigentlich die Gewerkschaft dem Arbeitgeber? Wenn der Arbeitgeber die Gewerkschaft unterstützt und diese Entwicklung unterstützt, es ist besser, wenn sich Gewerkschaften und Arbeitgeber nicht ständig gegenseitig bekriegen. Arbeitnehmer in einer Gewerkschaft fühlen sich ihrem Arbeitsplatz verbundener, denn sie haben schließlich Einfluss auf die Entwicklungen. Und wer in einer Gewerkschaft aktiv ist, der möchte sich natürlich auch für seinen Arbeitsplatz einsetzen, dass sich die Sachen dort verbessern. Und wenn sie die Mittel dazu haben, dann fühlen sie sich auch mächtiger. Wenn die Leute sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen, dann werden sie diesen Arbeitsplatz vielleicht eher Freunden empfehlen. Außerdem vielleicht eher was Kleineres, aber wenn man zusammenarbeitet, um den Arbeitsplatz zu verbessern, dann entwickelt man auch Teamzusammengehörigkeit. Die Arbeitnehmer verstehen sich besser, arbeiten lieber zusammen und das hilft nicht nur der Gewerkschaft, sondern das hilft auch dem Arbeitgeber. Negotiating with unions, obviously, but you're not going to spend that much time on individual wage negotiations. Which und man muss auch nicht so viel Zeit in die individuelle Gehaltsverhandlung stecken, wenn die Gewerkschaft da helfen kann. So let's switch to the main thing I want to talk about. Dann kommen wir zum Hauptteil meines heutigen Vortrags, nämlich das Union Busting. Ich habe die verschiedenen Strategien und Mittel in drei Kategorien eingeteilt. Da gibt es also von der Regierung ausgeführtes Union Busting vom Arbeitgeber. Fangen wir an mit der ersten Kategorie. Eines der Phänomene ist, dass Streiks verboten werden. Entweder können die komplett verboten werden oder es können Generalstreiks oder Solidaritätsstreiks verboten werden. Oder Streiks sind ja auch zum Beispiel für Regierungsbeamte nicht legal. Und das macht es sehr, also dass legale Streiks schwer gemacht werden, sind auch etwas ganz Normales. Und man kann jetzt vielleicht denken, na gut, so ist das einfach, aber das sollte so nicht sein. Dann gibt es Polizeibrutalität gegen streikende Arbeitnehmer. Historisch ist das auch mit Hilfe des Militärs passiert. Heute ist die Polizei so militarisiert, dass sie die Unterstützung der Streitkräfte nicht mehr brauchen. Aber Polizeibrutalität ist etwas sehr Häufiges, was eingesetzt wird, um Arbeiterbewegungen zu unterdrücken. Dann gibt es auch noch die Weigerung der Regierung, etwas gegen illegale Union-Busting-Praktiken zu tun und auch inadäquate soziale Unterstützungssysteme machen so einen Streik schwieriger für die Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer werden eingeschüchtert, denn wenn zum Beispiel ihr Arbeitsplatz gefährdet ist.
Außerdem gibt es kommerzialisiertes Union Busting. Es gibt eine ganze Branche, die darauf spezialisiert ist. They don't respect the people who need them. There's extreme amounts of unnecessary. Da gibt es unnecessary paperwork you've got to fill out. Zum Beispiel muss man ganz viel Papierkram machen, um einen Streik zu organisieren. Und you should not accept them because you won't be treated fairly if you did, but you have to accept them because otherwise man wird auch teilweise gezwungen, Jobangebote anzunehmen, die schlecht für einen sind. Unemployment will almost never cover paying off debt in addition to paying off your cost of living, which they often don't cover fully. And also too little availability of affordable living space. People might es want gibt to fight me on that because, zu wenig Wohnraum. They don't think that's the government's job. I think it is. Ich denke, sowas ist, darum sollte sich die Regierung kümmern. Jeder sollte einen Lebensraum haben. Throw people out of squatted buildings and, und es ist auch nicht akzeptabel, dass Hausbesetzer rausgeschmissen werden. Commercialized union busting, there is a whole industry providing. Es gibt eine ganze Branche, die kommerziell union busting anbietet. Die bieten auch Propagandafilme an. Some may even spy on unions and employees who may be, die may be planning unionization. Bespähen auch Gewerkschaftsmitglieder. Place people inside those union meetings to, und auch, es werden auch Spione in Gewerkschaftstreffen eingesetzt. Es gibt auch private Sicherheitsfirmen, die Gewerkschaftsmitglieder einschüchtern sollen. Union Busting ist sehr, sehr verbreitet, verbreiteter, als das die meisten Menschen wahrscheinlich denken. That basically boils down to emotional manipulations to make workers feel bad for going against their employer. They're using social group dynamics to destabilize. Es wird soziale Gruppendynamiken hier benutzt, gegen Leute, die vielleicht Verbesserungen erreichen wollen, die werden dann als Verräter bezeichnet, als diejenigen, die einfach kämpfen wollen. Und das hört sich vielleicht anfänglich gut an, aber das ist natürlich so eine Art rotes Signal. Ich habe von einer Firma gehört, mit etwa 600 Beschäftigten, wo dieses große Familiengefühl gepflegt wurde, behauptet wurde. Die ungleiche Behandlung von Mitarbeitenden, einige bekommen mehr Privilegien, ohne klare Gründe. Das ist auch etwas, das destabilisiert die Beziehungen, weil es Neidgefühle gibt. Es verstärkt ein Wettbewerbsgefühl, weil alle natürlich den sozusagen besseren Platz erreichen wollen. Das ist etwas, was leider vielen Menschen passiert. Ein ungleiches, unfaires System. Yeah, that's really dangerous for unionization. Das ist wirklich sehr, sehr gefährlich für Gewerkschaftsbildung. Es gibt auch kann natürlich auch in einer Homeoffice-Situation eingeschränkte Kommunikation geben. Und wir hören oft von technischen Problemen, dass Gruppenchats unterbunden werden. Also sobald da nicht eine Managementperson also Chats werden gerne auch geschlossen. Und wenn man nicht im Büro arbeitet, dann nutzt man vielleicht irgendwelche geteilten Büroräume, in denen es keine privaten Möglichkeiten für private Unterhaltungen gibt. Es gibt außerdem dann so Dinge wie das Pseudo-Selbstständigkeit. In einer solchen Rolle hat man nicht viel Zugriff auf gewerkschaftliche Vorteile.
Und die Gefahr schwebt immer über einem, dass Zeitverträge nicht verlängert werden. Und es gibt auch Beschäftigungsverhältnisse, die quasi zu jeder Zeit ohne Begründung beendet werden können, in so Pseudo-Selbstständigkeitsbeschäftigung. Man kennt das aus den Filmen, wo es heißt, sie sind gefeuert, sie müssen jetzt sofort ihre Sachen zusammenpacken. Das sind, also es kommt vor, gerade wenn es so Beschäftigungsverhältnisse sind, die so ja, quasi spontan sind. Und wir haben natürlich auch dieses Untergraben von Betriebsratswahlen. Leute, die vielleicht gar nicht die Posten bekommen wollen, werden dann dazu gebracht, gewählt zu werden. Und also you've got treating council members better than others to maybe hide how badly workers are being treated and maybe es, bribery, which does happen. Es kann auch bis zu Bestechungen kommen, dass also Betriebsräte bestochen werden, nicht aktiv zu werden. First bullying employees into quitting with large amount of tools they've got for that. Like workload increases, even more impossible deadlines. Es kann auch zu Dingen kommen, wie dass der Druck in der Arbeit erhöht wird für Betriebsratsmitglieder. Eventuell bekommen die gesellschaftlich Organisierten die schlechtesten Schichten zugeteilt, werden bei Beförderungen übergangen, werden vielleicht ausgeschlossen von Firmenevents und in manchen Fällen gibt es tatsächlich auch offene Belästigung. Und eventuell gibt es auch Kündigungen, wenn als Folge von Mobbing dann das Rausmobbing nicht funktioniert und die Leute nicht von selbst kündigen. Things that are created during the bullying attempts, like bad performance or whatever. And once again, not und eventuell werden Gründe für Kündigungen erst dann entstehen, wenn Mobbing vor sich geht. So, what can you do against that? Was kann man also dagegen tun? Ich denke, bevor man sich offen ausspricht darüber, dass man sich organisieren will, sollte man zuerst im Privaten sprechen. Und wenn man über Organisationen spricht, sollte man nicht die Ressourcen der Firma für die Kommunikation benutzen, E-Mail, Slack oder was auch immer, sondern sichere private Kanäle. Man sollte vielleicht zunächst selbst Gewerkschaftsmitglied werden, bevor man versucht, die Organisation im Arbeitsplatz einzuführen. Gewerkschaften können schützen und Informationen anbieten. Die Öffentlichkeit auf die eigene Seite zu bringen, ist wirklich sinnvoll. Und es könnte tatsächlich auch Crowdfunding für Streikfinanzierung geben. Also, organisiert euch gewerkschaftlich. Man braucht definitiv Geld, um die Rechnungen zu bezahlen. Und wenn man also keine gewerkschaftliche Unterstützung für einen Streikfonds hat, dann kann Crowdfunding helfen, natürlich. My union dues go towards strike funds for people who need them more than I do. So. Meine Gewerkschaftsbeiträge gehen an Leute, die das brauchen, die Streiks organisieren müssen. Und wichtig ist auch einfach nicht aufzugeben, selbst wenn es hoffnungslos sein sollte. So, I've got some more closing remarks. Ich habe noch einige Schlussbemerkungen. Wenn ihr vorhabt, einer Gewerkschaft beizutreten, es gibt keine direkte Gewerkschaft für Tech-Mitarbeitende. Es gibt kleine anarchistische, syndikalistische Gewerkschaften, die vielleicht
besser für euch passen als die großen Gewerkschaften. Die sind vielleicht auch einfach freundlicher euch gegenüber eingestellt. Ich bin nicht so ein Fan von den üblichen Fragen bei Q&A, aber falls ihr euch sicher damit fühlt, könnt ihr euch gerne zu Wort melden. Ich bin schon sehr interessiert an eurem Feedback. Und ihr fragt vielleicht, warum ich nicht die Firmen genannt habe in den Beispielen über Union Busting, aber ich wurde bereits bedroht mit einem rechtlichen Verfahren und möchte es gerne dabei belassen. Wenn man sich gewerkschaftliche Websites anschaut, Hashtag Unionization, dann kann man tatsächlich Firmennamen recht schnell finden. Danke für eure Zeit. Ich denke, wir haben etwa 10 Minuten noch für Fragen und Antworten. All right, thank you. Okay, vielen Dank. Jetzt ist es Zeit für die Q&A. Ihr könnt eure Fragen auf Twitter unter dem Hashtag RC3DWTV stellen. Der Hashtag, den findet ihr auch unter dem Stream. Ihr könnt natürlich auch denselben Hashtag im Fediverse benutzen. Just to keep it a bit more varied. And now und we will wait a few seconds, natürlich auch in Chat die Fragen stellen. Ja, eine Hinzufügung noch. Bei der letzten Folie noch nicht hinzufügen konnte. Ich wurde von der Tech Workers Coalition kontaktiert und die haben mich gebeten, etwas über sie zu sagen. Die sind keine Gewerkschaft, sondern eher ein Verbund, der anderen dabei helfen möchte, Gewerkschaften zu bilden oder sich Gewerkschaften anzuschließen und Betriebsräte zu gründen. Die haben weltweit Gruppen. Ich wurde von der Berliner Untergruppe techworkersberlin.com kontaktiert oder ihr könnt auch die Website workerscoalition.org besuchen. Die unterstützen exakt das, was ich im Vortrag alles gesagt habe. Ja, danke. Es kommen ein paar Fragen, also können wir hier anfangen. Die erste Frage von der anderen Seite, von der Perspektive eines Gründers. Wie kann ich meine Mitarbeiter unterstützen bei der Gewerkschaftsbildung oder Betriebsratsgründung? Das ist eine sehr interessante Frage, denn es ist eher selten, dass Arbeitgeber die Betriebsratgründung unterstützen. Aber es ist natürlich sehr wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen, wo jeder sich frei aussprechen kann und wo die Leute eben auch keine Angst haben, ihren Job zu verlieren, wenn sie eine Gewerkschaft beitreten oder einen Betriebsrat gründen. Und man kann natürlich auch auf die Gewerkschaft zugehen und die anfragen, ob sie einen Vertrag mit einem schließen wollen. Aber ich weiß nicht, wie offen die Gewerkschaften dafür sind. Aber ich denke, generell ist es einfach wichtig, ein offenes, kommunikatives Klima zu schaffen. Ja, genau. Also ich verspreche euch, ich werde euch nicht das Leben ruinieren, wenn ihr das macht. Genau. Was ist braucht man eine Versicherung für eine Rechtsschutzversicherung, wenn man eine Gewerkschaft beitritt? Eine Rechtsschutzversicherung ist natürlich sinnvoll für einen selbst, aber das hindert einen auch nicht daran, einer Gewerkschaft beizutreten. Die Sache mit Rechtsschutzversicherung ist, die wollen deinen Fall natürlich immer gerne abwenden. Die wollen natürlich nicht dafür aufkommen, für deine legalen Kosten. Das heißt, die sind auch nicht so auf deiner Seite. Und wenn du Pech hast, zahlen die nicht aus. Und die Gewerkschaft hat mehr ein Interesse daran, dich zu unterstützen.
die sind nicht dazu da, Geld zu machen. Die sind nicht kommerzialisiert, die Gewerkschaften. Nächste Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sie verstehe, aber ich versuche mein Bestes. Was ist der Vorteil daran, einer Gewerkschaft beizutreten, wenn die Gewerkschaft nicht wirklich Einfluss auf den Arbeitsplatz hat, zum Beispiel, weil es keinen Betriebsrat gibt? Also, was macht man, wenn mein Arbeitsplatz keinen Betriebsrat hat? Eine Gewerkschaft kann einen Betriebsrat einsetzen, aber ich wollte auch nochmal betonen, dass den Solidaritätsaspekt der Gewerkschaft, eben selbst wenn es an deinem Arbeitsplatz keinen Betriebsrat gibt und du auch nicht glaubst, dass deine Kollegen bereit sind, einen zu gründen, gibt es trotzdem Leute, die vielleicht Unterstützung benötigen. Und wie ich auch bereits während des Vortrags gesagt habe, wenn man ungerechtfertigt gekündigt wird, dann kann die Gewerkschaft auch da helfen. Und es ist auch eine soziale Gemeinschaft, von der man vielleicht auch persönlich profitiert. Einfach aus sozialen Gründen. All right. Are there any recent success gibt stories es of tech workers unionizing in Germany? Erfolgsstories von Gewerkschaftsbildungen in der Tech-Branche in Deutschland? There's been a lot of ja. Sad stories. Es gibt aber auch viele traurige Geschichten und Geschichten von Union Busting. But one thing was the ein Hoffnungsschimmer war an einem Fall, wo viele Leute zwar entlassen wurden, aber das war bei Gorillas, das ist dieser Einkaufslieferservice. Die haben eine Menge Arbeitnehmer gefeuert, die sich der Gewerkschaft angeschlossen haben. Und ich glaube, bei Lieferando gab es auch kleine Erfolge mit der Gewerkschaft. Weißt du, wie das der Gorillas-Gewerkschaft gerade geht? Ich erinnere mich, dass es da eine viel Aktivität in den letzten Wochen gab. Ich weiß nicht ganz genau Bescheid, aber ich weiß, dass die Schwierigkeiten haben, neue Arbeitnehmer zu finden, die an so einem Arbeitsplatz arbeiten möchten. Ich bin mir nicht sicher, welcher Lieferservice, aber es gibt einen Lieferservice in Berlin, der tatsächlich einen Betriebsrat bekommen hat. Tja, wenn das jemand weiß, kann der das ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich denke, jetzt haben wir alle Fragen beantwortet, aber warten wir ruhig noch ein bisschen. Ich weiß noch, dass Kickstarter zum Beispiel auch Gewerkschaftsbemühungen hatte. Ist da was draus geworden? Ja, genau, das war erfolgreich. Die Gewerkschaft hat sich am Schluss durchsetzen können, auch wenn der Arbeitgeber dann natürlich Widerstand geleistet hat. Ja, genau, das war Gorillas, sagen die Leute im Chat. All right, everybody, this is your gut, letzte Chance für Fragen. Die werden wir dann sofort beantworten. Oder auch Kommentare. Jetzt ist die Zeit dafür. Oh yeah, I have a question actually. Ich habe vielleicht noch eine Frage. Und zwar, weißt du, ob jemals so im akademischen Bereich, im naturwissenschaftlichen Bereich vor allem, hat sich da schon jemand versucht, irgendwie einer Gewerkschaft anzuschließen? Ich selber bin auch Doktorand und es gibt da ja wirklich große Probleme, zum Beispiel mit Vertragslaufzeiten und ja auch Probleme, dass einem zum Beispiel kein Arbeitszeugnis ausgestellt wird am Ende. Weißt du darüber etwas? Nee, nicht direkt. Aber etwas, was ich gelesen habe, ist, dass eine Universität einen Arbeitnehmer schlecht behandelt hat und auch gekündigt hat und die Gewerkschaft ist erfolgreich gegen die Kündigung vorgegangen.
you can still get help from a union to also, improve. Auch wenn es keinen Betriebsrat gibt, kann man von der Gewerkschaft Hilfe bekommen. So, I certainly don't know if there's any. Ich weiß leider nicht, ob es Gewerkschaften speziell da im akademischen Bereich gibt. Und in der Naturwissenschaft ist es ja gerade auch so, dass viele Leute in Deutschland direkt von der Regierung angestellt sind, verbeamtet sind, und die haben ja generelles Streikverbot. Das ist nicht so toll für die. Denn, yeah, I think if you make it to that point, you're probably, ja, ich denke, wenn man verbeamtet wird, dann quite good, I would say. Ist man schon, yeah. Dann hat man es schon ganz gut eigentlich. Imagine. Ja, dann kann man tatsächlich, okay. Da hat man eine Chance auf sowas wie eine Rente. Wow. Eine Person bedankt sich für den Vortrag, aber hat keine Frage. All right. I think, gut, we can wrap it up then. Ich denke, dann können wir das hiermit beenden. Vielen, vielen Dank für den Vortrag und für die Beantwortung der Fragen. Wo können sich denn die Leute an dich wenden, wenn sie dich kontaktieren wollen? In sozialen Medien oder so? Ja, ich bin auf Mastodon mit mehreren Accounts, Unicorn. The German speaking one is dysphoric unicorn at chaos.social. Der deutschsprachige dysphoric unicorn at chaos.social. Und ich bin auch unter Twitter mit dem Handle dysphoric death. All right, everybody. Alles klar. Thanks for joining us today. Dann vielen Dank für die Teilnahme heute. Viel Spaß noch beim Remote Chaos Experience und denkt dran auch.